Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einer neuen Hörspielkritik. Und dieses Mal habe ich euch ein Hörspiel mitgebracht, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe und auf das ich auch sehr lange warten musste. Und da bin ich natürlich nicht der Einzige. Ihr habt auch alle lange warten müssen. Und zwar, ihr habt es eben schon am Intro gesehen, das neue Jan Tenner Hörspiel aus dem Hause Zauberstern Records ist da. Ja, Records. Diesmal ist es Records. Diesmal ist es richtig. Ich habe ja auch von Zauberstern Comics die ganzen Comics vorgestellt, das heißt die Mikros und auch die Phantom Comics. Und auch da kommt in den nächsten Tagen ein neues Video von mir, denn ich habe auch das neue Phantom Comic und auch das neue Mikros Comic hier. Und ich kann euch schon sagen, das Phantom Comic, das hat es richtig in sich. In das andere habe ich noch nicht reingeschaut. Ja doch, reingeschaut schon, aber ja, ich habe es noch nicht gelesen. Darum geht's heute aber nicht. Heute geht es um das lang erwartete Jan Tenner Hörspiel mit dem Titel Kampf um den Silbervogel oder Kampf um den Silbervogel, wie man das früher gesagt hätte. Damals waren die Hörspiele von Jan Tenner ja mit diesem Intro und da wurde dann der Titel immer so mit Schall unterlegt. Da hat man jetzt leider drauf verzichtet. Es ist ein bisschen Schall, aber nicht genug, meiner Meinung nach. Aber das sind so kleine nostalgische Punkte, die jetzt an dieser Stelle keine richtige Kritik darstellen. Die richtige Kritik, die kommt gleich. So, es hat ziemlich lange gedauert, bis dieses Hörspiel in den Handel kam. Es ist jetzt die Nummer 21 der Reihe Jan Tenner, der neue Superheld. Die basiert halt oder die baut auf die ursprüngliche Jan Tenner Serie aus den 80er Jahren auf. Und erschienen ist dieses dieser Band am oder diese CD am 26. Mai 2023, also vor ungefähr einem Monat. Ich habe sie aber erst letzte Woche bekommen. Deswegen, ja, also mich trifft nur bedingt Schuld. Ich hätte natürlich schon früher, aber ihr wisst ja, wie das ist. So, und die letzte Folge, also die Nummer 20 mit dem Titel Rückkehr ins Reich der Azarus, hier, das ist der direkte Vorgänger, der mit einem Cliffhanger endete, der erschien am 6. Oktober 2021, also vor mehr als anderthalb Jahren. Es ist also mehr als anderthalb Jahre her, dass wir erfahren haben, oder dass wir, doch, dass wir erfahren haben, dass Jan Junior und Tanja und Lara, also Jan Juniors Schwester, unten im Reich der Azarus quasi mehr oder weniger gefangen sind und sich auf die Suche nach dem Silbervogel machen. Und wir mussten also anderthalb Jahre darauf warten, um zu erfahren, ob sie da wieder rauskommen. Ob sie da wieder rauskommen, wie sie da wieder rauskommen, so müsste man es sagen. Und Achtung, ab hier gibt es ein paar klitzekleine Spoiler. Ich versuche das Ganze so gering wie möglich zu halten, um euch nicht die Freude an diesem Hörspiel zu nehmen. Aber ganz ohne Spoiler wird es nicht gehen. So. Jan Tenner und Tanja sind für die Oberwelt verschollen, seitdem sie aufgebrochen sind, um den in 10.000 Metern Tiefe gestrandeten Silbervogel zu bergen. Durch das neue, stark verbesserte Tauchserum von Professor Futura sind sie zwar in der Lage, auf unbestimmte Zeit unter Wasser zu atmen, aber der Funkkontakt mit dem Professor und General Forbit ist abgebrochen, nachdem sie von einigen riesigen Tiefseeungeheuern fast verschlungen worden wären. Gegen die Erben Zweisteins beginnt nun der Kampf um den Silbervogel. Ja, ihr merkt schon, die Geschichte. Wir werden richtig ins Wasser, ins kalte Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, ins kalte Wasser geschmissen. Das war vor anderthalb Jahren warm, mittlerweile ist es aber eisekalt und meine Erinnerung an dieses letzte Hörspiel tendiert leider gegen Null. Das heißt, ich musste mir also, nachdem ich dieses Hörspiel gehört habe, ich hatte es kurz ich dachte, was geht da ab? Musste ich mir erst nochmal Rückkehr ins Reich der Azarus anhören, um überhaupt nochmal grob zu wissen, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Der Till Hagen als Erzähler erzählt uns am Anfang zwar kurz, was passiert ist, aber ihr habt es gerade gehört, so richtig ausführlich ist das nicht. Also wenn ihr nicht wisst, was vorher passiert ist und wer diese Leute sind, solltet ihr vielleicht bei Folge 1 anfangen und euch das Ganze Stück für Stück nach und nach anhören. Ihr guckt ja auch nicht die zwei Türme vor die Gefährten. Ja, man guckt das der Reihe nach und man hört Hörspiele auch der Reihe nach. Jetzt ist es nur so,
dass damals bei Antenna, da war es halt möglich, da konnte man auch bis auf die Planet der Tausend Wunder-Geschichte mit dem Stein der Macht, also bis auf diese Storyline, konnte man diese Geschichten auch einzeln hören. Und hatte immer eine in sich geschlossene Geschichte. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Es war bei vorherigen Bänden so oder bei vorherigen Teilen war es so, da konnte man sich quasi auch einzelne Episoden anhören und hatte eine in sich geschlossene Geschichte. Aber seit Zeno dabei ist, also dieser merkwürdig mysteriöse Typ, der Jan Tenner aufs Haar gleicht, aufs Muttermal gleicht sozusagen, der... Also seit der dabei ist, wird die ganze Geschichte quasi fortgeführt. Was ich persönlich auch ganz gut finde, wenn nicht so verflixt viel Zeit zwischen Folge 20 und Folge 21 vergangen wäre. Jetzt kann da natürlich keiner was für. Da gab es viele Punkte, die leider verhindert haben, dass dieses Hörspiel früher rauskam. Der Simeon Chrysomalis, der Mastermind hinter dieser Hörspielreihe, hat mir das gesagt. Es gab halt wirklich viele, viele Komplikationen. Da war wohl irgend so eine Krankheit da draußen, die den einen oder anderen schachmatt gesetzt hat und verschiedene andere Punkte. Also es gab halt viele Gründe, warum dieses Hörspiel so lange auf sich warten ließ. Jetzt ist es aber endlich da und es ist leider sehr, sehr verwirrend. Also ich habe es mir angehört und selbst nachdem ich Rückkehr ins Reich der Azarus gehört habe, saß ich da und hatte das ein oder andere große Fragezeichen vor meinem geistigen Auge, weil beim Hören, es passiert wirklich sehr, sehr viel, aber es passiert alles durcheinander. Man verliert so ein bisschen den Faden, wenn man nicht genau aufpasst, nicht genau zuhört, dann hat man irgendwann den Faden verloren und es ist vor allen Dingen auch sehr actionreich inszeniert. Hier ist sehr, sehr viel Action und meines Erachtens schon zu viel, nicht so viel Action wie am Schluss von Reich der Azarus. Das war ja ganz schlimm, wo die Erben Zweistands dann auf einmal noch ankamen, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Hier jedenfalls haben wir auch ganz viel Action. Die Geschichte, es ist wie bei einer Serie, wenn man da so mittendrin reinguckt, ja, also man den Anfang, okay, den müssen wir uns nochmal anhören, dann wissen wir, wie es angefangen hat, das Ende ist aber auch offen, das heißt, es ist zwar eine in sich geschlossene Geschichte, aber die ist sehr, sehr unbefriedigend, wirft sehr viele Fragen auf und hört quasi ganz abrupt auf. So ein richtiger Coitus Interruptus in Hörspielform. Aber gut, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, denn die nächsten Folgen sind ja schon in der Pipeline. Die nächste Folge, Sturm auf die Zeitbastion heißt die, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich meine, die wäre auch schon angekündigt. Also so lange wird es diesmal nicht dauern, bis es weitergeht. Es ist auf jeden Fall etwas, wenn ihr die Reihe mögt, dann werdet ihr mit diesem Hörspiel sicherlich glücklich sein. Aber ihr solltet wirklich wissen, was vorher passiert ist. Und ihr solltet euch darauf einstellen, dass die Geschichte nicht zu Ende erzählt wird, dass also die Geschichte weitergeht. Insgesamt dauert dieses Hörspiel 46 Minuten, ist empfohlen ab 9 Jahren. Und ja, gut, das ist halt eine Empfehlung. Kann ich so, ja, ich denke, ja, kann man schon machen. Wobei, ich denke, Neunjährige, ich denke, das richtet sich doch schon eher an ältere Zuhörer, einfach nur auch aus nostalgischen Gründen, aber kann man schon machen, wenn man jetzt Kinder hat und möchte das mit denen hören oder möchte das denen nahelegen, ist das schon eine vernünftige Entscheidung. Jetzt noch ein paar Punkte zur technischen Umsetzung, die ist natürlich wie immer sehr gelungen, tolle Abmischung, tolle Musik, aber, es gibt da so ein paar Szenen, da sind die in einer Zeitspirale gefangen und ich muss sagen, das klingt, es soll ja so klingen. Also da wird der Ton, die Dialoge, die werden so ein bisschen, ja, so ein bisschen gestreckt, also sie läuft so ein bisschen mal langsamer, mal schneller ab, ganz minimal. Am Anfang mussten die sogar darauf hinweisen, was ist denn mit deiner Stimme los? Und ich denke, hey, wieso? Gar nichts, ne? Ja, nein, Jan, deine Stimme, die klingt so, ja, das ist, weil wir in dieser Zeitspirale festsitzen und da habe ich gesagt, ja, jetzt höre ich's. Also das hätte ruhig ein bisschen aufdringlicher sein können, dass man es direkt merkt, dass man direkt merkt, oh ja, genau, da stimmt irgendwas nicht. Man hört es nicht direkt. So, dann der nächste Punkt und das ist etwas, was mich wirklich sehr stark getriggert hat. Es war so schlimm. Ich habe das gehört und wollte mir die Kopfhörer mehr oder weniger vom Kopf reißen
Und ich muss jetzt leider sagen, es tut mir leid. Ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie bashen oder beleidigen oder sonst irgendwas. Und jeder hat Fehler. Aber die Sarah Riedel, die hier Jan Juniors Schwester Lara spricht, die lispelt ein bisschen. Jetzt habe ich gesagt, okay, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe mir dann nochmal Folge 1 angehört und ja, auch da hört man das schon so ein bisschen, so dieses ganz leichte Lispeln. Aber ich meine, zumindest für mein Empfinden, ist es schlimmer geworden. Ich meine, es hat noch nicht die Qualität von Katja Burkhardt, aber es ist halt schon so ein bisschen, dass man, und gerade wenn dann so Dialoge fallen wie Zweistein-Zeitbastion, wir greifen Zweistein-Zeitbastion im Reich der Azarus an. Das war jetzt übertrieben, das war extrem übertrieben. Und bitte. Ja, ganz viele Leute finden es ja auch total süß. Ich persönlich habe da auch überhaupt kein Problem mit, aber in dem Moment hat es mich so wahnsinnig getriggert, dass die gute Sarah Riedel, ist übrigens die Tochter von Lutz Riedel, der den alten Jan Tenner spricht, und Marianne Groß, die alte Laura spricht. Das ist also die richtige Tochter von den beiden. Die beiden sind verheiratet und die haben nicht so eine Tochter, aber ihr wisst das ja, ihr wisst ja alles. Ja, die lispelt halt. Und es, wenn man es einmal gehört hat und drauf achtet, und es tut mir so leid, dass ich das jetzt erwähnt habe, weil ihr jetzt auf jeden Fall darauf achten werdet, vielleicht wäre es euch sonst gar nicht aufgefallen, dann ist es, furchtbar. Es hat mir einfach, mich hat es ein bisschen getriggert. Aber wie gesagt, sie kann da zu 90% überhaupt nichts für. Es gibt da 100.000 Gründe für. Und warum sollte sie, ja, es passt ja auch ein bisschen zum Charakter. So ein bisschen, ist ja auch ein bisschen süß. Aber in dem Moment hat es mich dann doch ein bisschen gestört. Ein kleines bisschen gestört. Und ich will jetzt wirklich, ich entschuldige mich nochmal, Sarah. Es ist nicht böse, es ist wirklich nicht böse gemeint. Aber es hat mich wirklich, in dem Moment, ich dachte wirklich, ja. So, dafür ist der Schluss toll. Also der Schluss ganz toll. Ich werde jetzt nicht spoilern. Also hier, ja, keine Spoilerwarnung, aber der Schluss ist geil. Also der Schluss haut nochmal so richtig, bam. Und ich saß da und ich sag, das ist so, Und jetzt ist Ende. Wie? Was? Wie Ende? Das ist wirklich wie, ja, damals die alten John Sinclair-Hörspiele von Studio Braun, die hatten das auch. Da stand da nicht drauf, Teil 1 von 2 oder sowas. Da hört man das so mittendrin, Ende des ersten Teils. Und so, wow! So, hier wisst ihr es, ne? Es ist auf jeden Fall ein Mittelstück. Ein gutes Mittelstück, das Spaß macht, aber hört es euch erst an, wenn ihr die anderen Hörspiele gehört habt. Also zumindest die der neuen Reihe. Oder sagen wir mal die letzten 3, 4. Wäre schon ganz gut, wenn ihr die kennen würdet. Habe ich überhaupt das Richtige? Ja. Kampf um den Silbervogel. Ein Hörspiel ganz im Stil der Jan Tenner Hörspiele, wie wir sie jetzt kennen. Das heißt, wer die mag, der wird hier auf seine Kosten kommen. Alle anderen sollten vielleicht die Finger davon lassen. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr die Reihe nicht kennt, also mittendrin anfangen, ist hiermit nicht möglich. Deswegen Warnung an dieser Stelle. Aber eine Empfehlung an dieser Stelle von meiner Seite aus auch, weil die Reihe lohnt sich. Also hört es euch ruhig an, ist eine schöne Reihe. In diesem Sinn, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe ein bisschen zu weit ausgeholt. Vielleicht schneide ich auch noch ein bisschen, aber ist eigentlich nicht mein Stil. Eigentlich schneide ich nichts. Also, sorry, dass ich da ein bisschen drumherum gequatscht habe, aber ich denke, ich bin mehr oder weniger auf den Punkt gekommen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, ne, hier Daumen hoch oder wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und schreibt da unten rein, was euch gestört hat, damit ich es beim nächsten Mal lassen kann. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit ihr das nicht verpasst, am besten den Kanal abonnieren und die Glocke, auch damit ihr bing, bing, bing hört, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geil. Euer Michael Speyer.